Tech Lab. The flame is blue, the furnace is hot. Do not touch. Okay. Das sieht wie etwas aus, wo mein Chica Slate rein sollte. Hello? Epic Journey. Hi. Simon? The real Chica Slate. Er erkennt das natürlich. Ah, und er kennt die Dinger. Lady Impa. Ah. Young man holding a cheetah slate will appear. And you must do all you can to help him. Will be the hope that awakens from the slumber of restoration. Its name will be Link. Sie ist eigentlich der Direktor. Ah, dachte ich mir schon. Okay. Nö, ich bin nicht so überrascht. Do you remember any dreams? Nee. Ich erkenne den nicht wieder. Das, dann wäre ich doch aber nicht drauf reingefallen, dass sie nicht der Direktor ist. Wie as expected. Entweder sie war jetzt überrascht oder nicht. Until Child. Das war das Einzige, was ich klicken konnte. Diary upstairs. Was? Okay, es ist alles in meinem Tagebuch da drüben, aber bitte lies es nicht. Basic functions missing from the Chica Slate. Ja, ich bitte darum.
Ja, war eigentlich klar, dass ich noch irgendeine Quest machen muss. Could you please bring the blue flame from the ancient furnace in town? Okay. Ein klassisches, alle Fackeln anzünden. Okay. Ja, das ist, was sie mir gerade gesagt hat. Torch brauchen wir nicht nehmen, haben wir? Da geht's da raus. Oben ist wahrscheinlich jetzt noch das peinliche Tagebuch. Okay, wo auch immer oben ist. Nicht gesagt, upstairs? Liegt's hier? Nee, das ist Simon. Ah, ich kann den Sensor ausmachen. Okay, hier kann man wahrscheinlich auch ziemlich weit fliegen. Da ist Diary. Anti-Aging Rune. Chica Slate I made for myself. Okay. Das heißt, sie war vorher 120 Jahre alt und ist dann nur noch 50? Ah, und jetzt ist sie 30. Und es geht aber immer weiter.
Klar, sie muss ja dann auch so alt sein. Sonst hat das ja nicht funktioniert, dass sie mich damals gerettet hat. Six-year-old. Wake up already. Age Boosting Rune, jetzt geht's wieder in die andere Richtung. So, wir sind durch. Aber, ach, man wird doch wohl irgendjemand im Dorf dafür bezahlen können, dass er das Feuer mal anmacht, oder? Na gut. Nee, da muss der Held kommen, der 100 Jahre geschlafen hat. Also klar, sie brauchen dieses blaue Feuer, aber auch das kriegt man doch irgendwie hin, oder? Keine Ahnung. Moment, ich muss mal eben lesen, was da steht. Okay. Disconnected. Nö, sieht eigentlich alles gut aus. Na gut. Bleibt es jetzt hier an? Oder geht es auch hier wieder aus? Na komm! Einen doofen Apfel mit. Okay, wo ist denn das nächste? Da. Okay. Okay, rennen kann ich nicht. Thank you.
Wo ist die nächste Laterne? Okay, hat gepasst. Ach da. Das ist ganz schön weit. Keine Ahnung, ob das reicht. Ich glaube, ich habe einen übersehen. Ach was, der macht das Feuer... Weg? Ach so, muss ich rumlaufen und das von außen anmachen? Ja, die Sachen scheinen anzubleiben, ne? Da hinten leuchtet das auch noch überall. Ist hier vorne das Ding? Das komische Ding? Ja. Sie hat mich doch darauf hingewiesen. Wo ist denn dann das Problem? Was? This is pure science. Okay. Snap. Camera, Hyrule Compendium, Album, Missing Files confirmed, okay. Okay.
Jetzt kann ich auch Selfies machen, geil. Also muss man quasi jetzt alle Gegner, alle Pflanzen und so weiter fotografieren. Tada! Ich hätte jetzt gedacht, dass ich da irgendwie spannendere Fähigkeiten kriege. Ah, okay, das heißt, ich muss die Orte finden, wo diese Fotos aufgenommen wurden. Ancient Materials. Na dann. Three Ancient Screws, die habe ich doch. Three Ancient Shafts, die müsste ich auch haben. Müsste ich auch haben. Hey Gewinner! Na, wie geht's? Was auch immer, was sich da verändert. Detect the objects to take pictures of with your camera, okay. Warum nicht? Ja, ebenfalls. Endlich habe ich mal wieder Zeit, ein bisschen Zelda weiterzuspielen. Das ist einfach ein tolles Spiel. Wir haben zwar noch keinen Dungeon gesehen, aber wir sind quasi jetzt in der Lage, uns komplett frei über die Weltkarte zu bewegen. Und daher gucke ich überall mal. Ah, okay, das heißt, ich kann dann, weiß ich nicht, wenn ich irgendeinen bestimmten Pilz suche, den da anmachen. Und dann führt mich das dahin. Ich glaube, wir können direkt noch ein paar mehr Upgrades machen. Chica Sensor Plus. I really want to see it. Nur kurz gespielt. Ja, es ist leider echt ein Spiel, wo man, glaube ich, sehr viel Zeit rein investieren muss. Also ich spiele jetzt vielleicht insgesamt so 7 Stunden oder so. Und man ist echt noch am Anfang. Und ich habe auch nicht vor, das so richtig hundertprozentig zu komplettieren. Und das wird trotzdem wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. Aber ich glaube, es lohnt sich. Hier in der WG gibt es halt eine Wii U.
Deswegen habe ich jetzt endlich mal die Möglichkeit. Selber habe ich ja weder eine Wii U noch eine Switch. Ach so, habe ich gar nicht. Na gut. Habe ich wahrscheinlich auch nicht, ne? Okay. Okay, 3 Shafts und 3 Cores brauche ich. Ich dachte, ich habe so viel Zeug. Ich habe doch so viel Kram. Okay, Springs habe ich, Gear habe ich. Okay, Core und Shaft anscheinend nicht. Na gut. Dann machen wir von dem jetzt auch ein Foto. Sunshroom. There's one behind the lab. Okay. Sunshroom. Ah. Hatte ich noch nicht. Also used to cook dishes that will allow you to endure the bitter cold. Okay, cool. Okay, 3 Stück soll ich jetzt finden. Okay, ich habe noch nicht so richtig raus, wie ich das einstelle. Ah. Okay. Krass, gibt es viel Kram in diesem Kompendium. Wow. Ja, es gibt insgesamt über 300 Dinge. Okay, cool. Wood Pigeon. Das ist ja witzig. Nein. Tausend Dinge zu fotografieren. Da war doch gerade noch irgendwas mit so einem Fragezeichen. So ein orangenes Ding, aber wo? Das Ding hier? Aber ist noch zu weit weg.
Nee. Blue-Winged Heron, okay. Cool. Da schießen wir gleich mal den mal mit. So, ist hier Fleisch, kann man nicht fotografieren? Okay. Ist ja voll cool, das macht voll Spaß, die ganzen Sachen hier zu fotografieren. Wenn es dann so ein Kompendium auffüllt. Was ist denn da so rot? Sunset Firefly. Oh, die Dinger werden natürlich schwierig zu fotografieren. Kann man vielleicht auch gar nicht. Na gut, ich würde sagen, ich habe jetzt genug gesammelt. Dann gebe ich dem Shika-Sensor wieder den Schrein als Target. Und dann klettern wir hier wieder hoch. Ja, Katze kommt wieder. Katze ist unzufrieden. Besitzer ist nicht da. Und wird schmerzlich vermisst. Tada! 3 Sunshrooms. Und ich bekomme 3 Trüffel. Klar, ich habe Zeit. I found a way to help you search for new objects using the Shika Sensor Plus. Please feel free to show your excitement. Add those pictures to your Hyrule Companion. You can search for their subject with the Shika Sensor Plus. Ah. Huh? Ah, okay. Oh. Ja, das finde ich ganz cool. Turn on the Guidance Stone. Okay, ich bin mal gespannt.
Ah, ich kann hier mal den Stuhl holen und... Ui! So, das ist... You can't restore transferred pictures, so be careful of overwriting it. Okay. It won't be free from now on. Okay. Das habe ich jetzt noch nicht richtig verstanden mit dem Guidance Stone. Kann ich dann irgendwelche anderen Bilder einfach herstellen, obwohl ich das nicht selber fotografiert habe?